Herzlich willkommen bei Deutz Küche. Heute wird ein Kamut-Quark-Auflauf gemacht, also ein Dessert, von dem kann man auch gerne mal ein bisschen mehr essen. Und Kamut, was ist das? Kamut, ich habe da was in die Schälchen gemacht. Kamut ist im Endeffekt der wilde Weizen, das Urkorn des Weizens. Und was nicht veredelt ist, ist in der Regel auch von der Nährstoffdichte wesentlich höher, hat viel mehr Inhaltsstoffe drin. Vor alle Dinge hervorzuheben ist der Eiweißgehalt und vor alle Dinge bei Sportler Magnesium, relativ viel Magnesium drin. Und von dem her hat man natürlich hier wesentlich mehr, als wenn man normaler Weizen nimmt. Und den Kamut, den haben wir natürlich etwas geschrotet, leicht wie ein Grieß gemahlen. Und das war so die Vorbereitung, was man vorbereiten muss. Man braucht für unseren Auflauf zum Füllen nachher ein paar Äpfelchen. Also ich bevorzuge immer den Elster-Apfel und der wird dann mit etwas Zitrone ein bisschen beträufelt. Läuft nicht an und ist wunderbar zum Zubereiten. Man hat bei anderen Zubereitungstaten, wie im Rezept zu sehen sind. Wir bereiten nun unser Kamut-Auflauf vor. Und zwar habe ich schon mal drei Eigelbe abgelassen und die Eiweiße mit dem Hälften der Zucker des Zuckers sozusagen aufgeschlagen, schön steif. Wenn man es mit Zucker schlägt, wird das Eiweiß wesentlich fester und es bringt einfach mehr Luft runter. Der restliche Zucker machen wir unter die Eigelbe. Dann kommt etwas Margarine dazu. Rührt man jetzt miteinander drei Wenige Menge. Und dann das wichtigste Produkt, deswegen dürfen wir auch etwas mehr davon essen, ein Magerquark, und der Quark ist im Endeffekt der Hauptbestandteil und da machen wir auch richtig viel rein, ja, ein halbes Kilo Magerquark und da haben wir auch nachher, wenn wir mal Süßigkeiten, etwas mehr Süßigkeiten ist kein schlechtes Gemüse, das verrühren wir jetzt auch mit. So. Für den Geschmack brauchen wir natürlich noch ein bisschen abgeriebene Zitrone, aber immer dran denken, Zitronen, Bio-Zitronen nehmen, die nicht gespritzt sind, wenn man die Schale verwendet. So eine halbe Zitrone reicht für diese Menge. So, und das können wir jetzt schön nochmal vermengen. Und jetzt nicht zu vergessen unser Kamut, der ja jetzt als Kamut-Grieß mit untergewoben wird. Und auch schön nochmal drunter rühren. Wie bist du damals auf das Rezept gekommen? Auf das Rezept bin ich einfach gekommen, weil ich einfach einen Auflauf haben wollte, wo man im Endeffekt auch mal ein bisschen mehr essen kann, weil ich einfach gerne süße Sachen esse. Und wenn man dann noch Äpfel mit reinmacht, der Quark, hat man natürlich schöne Sachen. Und es ist vom Geschmack her natürlich im Endeffekt jetzt ein richtig tolles Rezept. So, jetzt haben wir das kleine Eiweiß, damit das auch ein schöner Auflauf gibt, brauchen wir ein bisschen Luft drunter. Und es geht einfach nur in Form von geschlagenem Eiweiß, das man jetzt unterhält. So, ein bisschen vorsichtiger, dass man nicht wieder die ganze Luft rausrühre. Ganz vorsichtig unterheben. Okay, das reicht schon. Man merkt auch beim Rühren, am Anfang war die Masse etwas zäh, schwer zu rühren und plötzlich mit dem Eiweiß wird es ganz leicht. So, jetzt gebe ich den Benni. Der Benni wird das jetzt. Ich gehe auch darüber. Ich werde das Ganze Meister werden. Dann die Auflaufform gegeben. So.
Lustig ist, das Rezept habe ich auch schon mal in Norwegen gemacht. Das war noch zu meinen Nachwuchszeiten im C-Kader. Haben wir das auch mal oben gemacht und es hat trotzdem auch super geklappt. Einfach so rein. Helfst du mir mit den Preiselbeeren? Genau, mach ich so runter. Alle acht Äpfel Platz haben, reicht diese Terrineform für 8 Personen als Dessert, wenn man so als einfache Süßspeise zum Hauptgang will, wo aufgeht, dann würde ich sagen, für 4 Personen reicht es locker. Und die Preiselbeeren füllt man in die Aushöhlung, wo die Äpfel ihre Kernen drin hatten. Und das Ganze schiebt man jetzt in den Ofen? Ja, das schieben wir jetzt in den Ofen. Wie lang? Relativ heiß am Anfang, damit schön backt. Bei 180 bis 200 Grad, je nachdem wie heiß ein Ofen wird. Hausfrauenöfen werden meistens nicht ganz so heiß wie jetzt in der professionellen Küche. Ich mache es bei 180 Grad im Umluftofen und ca. 35 Minuten müsste es reichen, dass es fertig ist. Dann schauen wir mal.